Und damit herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen kleinen Projektchen. So für zwischendurch einmal, weil ich Bock drauf habe. Und zwar Pokémon Rocket Edition. Tatsächlich einem Hack nennen wir es jetzt mal. Ist ja im Endeffekt ein Hack. Von Pokémon Feuerrot. Der recht bekannt ist, glaube ich. Und niemand schon des Öfteren gesehen hat. Und deshalb dachte ich mir, komm, den machst du jetzt auch einfach mal. Und nicht schlecht. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Aber ich weiß, dass wir den aus Heart Gold Soul Silver kennen. Und das Geile ist, wir spielen hier als ein Team Rocket Dulli. Und es wird super. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich weiß, es haben schon viele Leute gespielt. Ich hab's mir aber nie irgendwo angeguckt, ne? Auf jeden Fall repräsentiert er hier offensichtlich den Professor. Und wir sind der mächtige Team Rocket Rüpel D. Ne? Wir sind einfach mächtig, ne? Was soll man anders sagen? Ne? Jetzt, nachdem wir Team Rocket gejoint haben. Wer soll uns da irgendwas können? Ich bin sehr gespannt, gegen was oder wen oder alles wir antreten müssen. Ah, und wir sind in so einem im Dingsversteck. Ich glaube, wir sind ganz normal in Kanto, soweit ich das weiß. Es kann auch sein, dass sich hier ein bisschen was getan hat, auf jeden Fall. Also ja, schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall jetzt offizieller Team Rocket Rüpel. Und haben uns anscheinend sogar schon bewiesen. Ich erinnere mich da nicht wirklich dran, aber hey. Schauen wir einfach mal. Okay, und anscheinend ist unsere erste Mission tatsächlich am Mondberg. Und das Erste, was wir machen müssen, ist es, unseren Starter quasi zu holen und uns ein paar Pokebälle zu erstellen. Und dafür müssen wir irgendwie dort oben bei diesen komischen Pfeilen auf jeden Fall was machen. Ah, das sind wir jetzt. Okay. Weiß ich Bescheid. Dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt da irgendwie was machen? Ich denke mal, wir müssen erstmal ganz nach oben. Und wir müssen unser Rattata aufheben. Aber hier ist noch nirgends ein Rattata. Wo soll mein Rattata sein? Muss ich mich hier irgendwo einmal drehen lassen? Oder muss ich ihn ansprechen? Ah, und hier in der Kiste ist offensichtlich unser Rattata drin. Na gut, dann ist Radfratz wohl unser Starter. Mega geil. Gucken wir uns direkt unser Rattata an. Wir haben ein Boat Nature, ist nicht ganz so gut. Aber immerhin haben wir Guts. Das ist schon mal ganz nice. Und wir haben schon Tackle. Was sogar in dem Spiel Base 50er Base Power hat. Das heißt, wir könnten auf Gen 5 Mechanik mindestens geupdatet sein. Dann müssen wir aber mal gucken. So, und wir müssen jetzt irgendwie auf jeden Fall unseren Pokéball erstellen. Beziehungsweise brauchen mehrere. Ich vermute mal, wir müssen 5 erstellen. Da unten liegt auf jeden Fall noch ein Item. Und wir scheinen da in diesem Prismania City Versteck, glaube ich, war es zu sein. Hinzumüssen. Und wir kriegen hier noch unsere Free HM02 Fliegen. Das ist auch sehr nett. Nehmen wir natürlich mit, ne? Brauchen wir sogar. Ah, ne, wir können da gar nicht weiter rein. Schade. Müssen wir dann vielleicht noch ein Stockwerk höher, um uns Pokebälle zu holen? Das kann natürlich sehr gut sein. Schauen wir einfach mal gleich. Okay, wir haben anscheinend gerade einen Freund gemacht. Er ist Ronnie. Und er will auf jeden Fall ein paar Pokémon stehlen, aber wurde nicht gesagt, ich brauche Pokebälle? Weil momentan habe ich keine Bälle. Maybe, was natürlich noch gut sein kann, was eigentlich, wenn wir die ansprechen? Okay, ich weiß nicht, ob das verändert wurde in dem Spiel. Bin ich mir ein bisschen unsicher. Gehen wir jetzt ins Pokebälle holen? Oder was ist unser Gameplan hier gerade? Also wir gehen auf jeden Fall mit Ronnie, unserem neuen BFF, mit. Okay, unser Plan scheint zu sein, dass wir dem kleinen Mädchen jetzt ins Pokémon klauen. Na gut. Also, ich meine, wenn das Spiel mir das sagt, dann muss ich das natürlich machen. Ich will quasi mit ihr spielen, ja? Nicht ganz. Okay, und sie hat aber wirklich anscheinend ein Pokémon. Ich wette, die hat jetzt einfach so krankes Pokémon Level 15 und zerfetzt uns jetzt einfach. Little Girl Susie, send out Pidgey. Ja, okay, Pidgey Level 3 kriegen wir, glaube ich, gerade so hin. Haben wir jetzt Pokebälle? Bei mir ist TM-Case. Nee, wir haben anscheinend noch keine Pokebälle. Ja gut, dann werden wir wohl einfach mit unserem Rattata das Ding hier reißen. Der macht guten Damage, muss ich aber sagen. Ich bin kein großer Radfratz-Fan. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ich hasse das Viech eigentlich. Aber okay, hat er noch einfach nochmal oder Spearow? Ja, das ist juckt uns beides nicht. Also, I mean, was sollen die uns denn groß machen?
Und die Frage ist, also ich dachte halt mit Pokébällen, maybe, dass wir innerhalb eines Trainerkampfes nur Pokémon fangen können und quasi von den gegnerischen Trainern die Pokémon fangen können. Das war momentan so ein bisschen meine Vermutung, dass es das sein wird, aber anscheinend ist es das doch nicht. Ah, oder wir klauen, nehmen sie einfach fest und, also was heißt nehmen sie fest? Nehmen sie mit und dann klauen wir jetzt von ihr das Pokémon. Ah, und jetzt können wir uns aussuchen, welches Pokémon wir uns stehen wollen. Ich glaube, Taubsi wird uns gar nicht mal so viel bringen und ich denke, Ibitak ist wahrscheinlicher, dass wir das später bekommen. Plus benutze ich Habitak plus Ibitak fast nie. Ich bin ehrlich, auch dessen Existenz ist gar nicht in meinem Kopf abgespeichert. Aber hey, nehmen wir auf jeden Fall mit. Beklagen wir uns nicht, haben ein zweites Mon. Gerade wenn wir doch irgendwie, ich weiß nicht, Fighting-Types begegnen oder einfach auch allgemein Arena-Leitern, ist es nicht verkehrt. Also kann halt sein, dass wir irgendwie einem Arena-Leiter mal begegnen oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben auf jeden Fall Habitak hier ganz normal. Level 3, nicht besonders stark. Aber okay, ein zweites Pokémon ist ein zweites Pokémon. Kann ich jetzt hier überall umhergehen? Es juckt die auch anscheinend irgendwie alle gar nicht, dass wir von Team Rocket sind. So, dass es so irgendwie denen scheißegal. Ich könnte hier auch stinknormal einfach TMs kaufen. Okay, das sind alles Dinge, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, um ehrlich zu sein. Ich dachte, die hätten alle so Schiss und denken sich, nein, dir verkaufe ich nichts. Aber offensichtlich scheint hier alles normal zu sein. Und hier ist halt auch Gras. Da ist ein Trainer. Warum ist hier ein Trainer? Auf welchem Level ist der? Poliwag. Level 5, okay. Ich habe jetzt auch gar nicht damit gerechnet, dass hier überhaupt noch ein Kampf entstehen kann. Wir haben halt keine Tränke. Und das macht mir ein bisschen Angst, dass ich jetzt einfach gegen den verlieren werde gleich. Weil ich wollte eigentlich nur gucken, was es im Gras da so gibt, ob ich da leveln kann oder was da so abgeht. Okay, aber wir haben den Typen erfolgreich besiegt und wir können jetzt Poliwag oder Bellsprout klauen. Ich denke, Poliwag bringt uns am Ende des Tages wesentlich mehr. Und ich meine, damit hätten wir ein drittes Pokémon, was ich auch sehr strong finde, muss ich gestehen. Das finde ich sehr cool bisher. Das gefällt mir vor allem, wenn ich quasi, ne, Pokémon dadurch bekomme, dass ich Trainer bekämpfe, ist das eigentlich ein nice Prinzip. Kann ich mich im Pokémon Center auch ganz normal heilen? Einfach weil ich bin ja ein Mensch, der Hilfe braucht. Offensichtlich, okay, wild. So, ich habe jetzt hier auf Route 7 einmal kurz alles auf Level 8 im Übrigen gebracht. Es gab dort auch so Mons wie Fukano. Da dürfen wir also nicht durch, gut zu wissen. Fukano gab es da auch, Myrapla habe ich gefunden. Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Pokémon. Das heißt, wir sollten uns maybe auch überall einmal kurz umgucken, bevor wir wieder, weil anscheinend müssen wir ansonsten einfach wieder ins Rocket-Versteck zurück, bevor wir da wieder zurückkommen, maybe kriegen wir noch irgendwie was. Ah, Moment, mir fällt gerade ein, wir haben ja die Farben Fliegen und wir dürfen die ja einfach so benutzen. Ah, oh, okay. Deshalb haben wir festgesetzt, am Anfang Flug-Pokémon bekommen. Ja, das ist aber ganz schön strong, du. Ich meine, deshalb wurde es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es in dem Spiel schon so immer war, dass der Base 70er Attack hat, die TV im Fliegen, aber ich glaube eigentlich nicht. Aber dann müssen wir, ja, zum Mondberg sollten wir ja, genau. So, was geht hier ab? Was ist die Mission hier? Okay, offensichtlich haben wir die Info bekommen, dass es hier einige Fossilien gibt, die wir gerne hätten. Und die sollen wir dann identifizieren, was das für Fossilien sind. Ich meine, wir wissen es ja schon, es ist Ammonitas und Kabuto. Das heißt, das ist wahrscheinlich das, was wir hier machen sollen. Und sollen die auch irgendwie einsammeln. Das, denke ich, ist eine Sache, die wir hinbekommen. Ich würde mich gerne noch hier draußen umgucken. Kann ich gegen die kämpfen oder so? Weil dann können wir ja noch mehr Pokémon mitnehmen. Wir haben halt keinen Pokéball, womit wir irgendwas fangen können. Nee, Peril hält uns offensichtlich auf. Ich glaube, Peril hieß er, ne? Nee, never mind. Okay, also, beziehungsweise steht da nicht. Der ist schon mal eine Info, die wir haben. So, Mondberg, wunderbar. Das heißt, wir finden hier sogar auch Items ganz normal in der Overworld. Team 09 Bullet Seed nehmen wir mit, ne? Und hier lauern auch die ganzen Team Rocket Grunts und so. Und hier geht's auch weiter mit dem Kämpfen. Auf welchem Level sind denn die Trainer hier drin? So, das ist ja natürlich interesting. Bugcatcher schickt sein Wheel ins Battle. Level 6, das sollten wir hinbekommen.
Aber dann kriegen wir da auch wieder Pokémon. Ich vermute, dann dürfen wir in dem Spiel doch keine Pokémon selber fangen. Ich dachte, ich hätte etwas gelesen gehabt von wegen, yo, stell dir 120% Poison vom Poison Sting. Stell dir bitte Pokebälle her, aber offensichtlich doch nicht. Und wir dürfen natürlich jetzt wieder aussuchen, ob wir Weedle oder Caterpie haben wollen. Ja, beides eigentlich Müll, sind wir ehrlich. Ich glaube, Caterpie ist noch eher das Pokémon, wo man was rausholen kann. Die Trainerin hat einfach ein PP Level 9. Das ist ein bisschen sehr hoch, wenn ihr mich fragt. Aber okay, dann gibt es auch so starke Trainer hier. Und das PP von ihr können wir tatsächlich nicht klauen, weil die hat mich auch so von außen heraus, nenne ich es jetzt mal, angesprochen. Ich habe sie nicht zu einem Battle herausgefordert. Und dort unten ist anscheinend das Fossil, aber da gehen wir später hin. Wir wollen natürlich die Höhlen und alles komplett kontrollieren, ne? Und die ganzen Trainer mitnehmen. Anscheinend, wenn ich Leute nicht von selber anspreche, oder es gibt nur bestimmte Trainer, die mir Pokémon geben. Maybe auch, wenn sie nur ein Pokémon haben, kann ich kein Pokémon klauen. Das würde auch Sinn ergeben. Oh, und hier dürfen wir uns Nidoran männlich, weiblich oder Zubat aussuchen. Ich meine, wir haben mit Habitak und Smetbo dann E2 Mons, die fliegen. Also vom Flugtypus sind, deshalb nehme ich einfach mal von hier Nidoran männlich mit. Ob der uns viel bringt? Ich meine, der kriegt Doppelkick. Das ist ja immerhin etwas. Ich sage jetzt nur Level 6 und hat Rivalität. Ich sage, Nidoking sieht man eigentlich auch durchaus öfter mal. Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal heilen gehen und dann gucken wir uns später natürlich noch weiter hier oben. Gut, dann schauen wir mal die Treppe runter, was es hier so gibt, was hier so abgeht. Das ist die erste Treppe, die es hier gibt. Und hier wurde ja schon gesagt, dass es hier etwas gibt. Im Normalfall liegen, glaube ich, hier nicht die Fossilien, aber hier liegt ein Item. Das zählt als Fossil. Okay, never mind. Ich war gerade mega verwirrt. You used to evolve censored little Pokémon like Jigglypuff. Ah, okay, das heißt, das ist einfach nur ein Mondstein. Aber ist das nicht Giga Strong? Warte mal, wenn das jetzt ein Mondstein ist und ich mir den nehmen kann. Hä? Ja, dann benutze ich doch Nidoran. Da wird ja ein mächtiges Nidoking draus. Never mind. Hä? Das ist ja sau strong. Ich dachte, ich komme gar nicht dazu, den so zu benutzen, aber dann habe ich nichts gesagt. Dann wird der gelevelt. Okay, anscheinend ist irgendein relativ starker Trainer hier reingekommen. Ich weiß nicht genau, wer. Also im Normalfall ist ja der Protagonist dann hier. Ich kann mir vorstellen, dass der Protagonist maybe durch Blau ersetzt wird oder durch Rot. Das Ding ist, ich kenne halt das Spiel nicht. Ich habe keine Ahnung, auf welches Level man kommt. Ich weiß nicht, wie lange das hier alles geht. Ich habe ja gar keine Ahnung davon. Aber okay, anscheinend ist irgendjemand hier drin. Und den müssen wir fertig machen. Und wir wollen weiterhin noch die Fossilien finden, ist quasi das Ziel. Also zwei Ziele. Fossilien finden und den random Dulli umbringen, der hier anscheinend drin ist. Kann auch einfach ein random Typ sein, kann ich mir vorstellen. Und damit ist Smetbo auch in unserem Squad. Wow, Wahnsinn. So, zweite Treppenweg, den wir runtergehen können. Und ein kleines Mädel meint, sie könnte uns besiegen. Ich habe ein bisschen gelevelt, das meiste ist Level 10 außer Radfratz, weil Radfratz ein ekelhafter IP-Fresser ist, auf den ich gar keinen Bock mehr hatte, den zu leveln. Jigglypuff. Level 7, der kriegt erstmal gediegen meinen Doppelkick in die Fresse. Weil dann lohnt sich ja Nidoran, wenn ich... Das ist ein Feen-Pokémon. Der Hack ist mindestens auf Gen 6 Basis. LOL. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Ich ging davon aus, dass es jetzt einfach ein stinknormales Normal-Pokémon sein wird. Aber das ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Wir können uns jetzt Jigglypuff oder Clefairy aussuchen. Die könnten wir auch beide mit einem Mondstein entwickeln. Da ich aber nicht vorhabe, auch nur einen von beiden zu benutzen, nehmen wir einfach mal Clefairy. Ist, denke ich, fein. Wobei eigentlich Knuddelhoff schon cool wäre, mal zu nehmen. Ich weiß halt auch gar nicht, was wir noch so alles hier kriegen können, ist die Sache. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein Pipi vom Typ Fee mit Magic Guard. Das gibt es eigentlich auch erst recht spät in dem Spiel. Nicht in dem Spiel, sondern es gibt es eigentlich auch erst allgemein später. Und wir haben die Themen Raub bekommen. So, ich weiß nicht, ob es jemand lernen kann. Aber damit könnten wir, Base 60 sogar, damit könnten wir herausfinden, das können einige, nevermind. Damit würde ich jetzt ganz gerne einmal herausfinden, wie oft ich TMs jemandem beibringen kann. Wenn ich die einmal einsetze und sie verbraucht, sind doof.
Aber ansonsten wäre es schon sehr cool, wenn es nicht weg wäre, bin ich ehrlich. Es ist weg. Nevermind, okay. Das ist ein bisschen doof. Damit haben wir viel. Ja, was heißt verschwendet? Ich meine, ich glaube nicht, dass wir die Themen Raub so oft brauchen werden. Und I guess Medbo werden wir nicht so lange benutzen. Ich würde tendenziell dann eher Ibitak als Flug-Pokémon benutzen. So, und damit dürfen wir jetzt auch die Treppe entlang gehen, die mir davor verwehrt war, die ich nicht gehen durfte. Das ist doch eine sehr gute Sache. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall Mount Moon dann jetzt gleich abschließen, weil so viel dürfte hier eigentlich nicht mehr kommen. So, und hier ist im Normalfall, wollte ich gerade sagen, hier liegen im Normalfall die Fossilien rum. Und die wurden auch offensichtlich gefunden. Vielleicht kriegen wir sogar eins von den Fossilien. Das wäre sehr nice. Wobei wir schon Wasser-Pokémon haben, ne? Aber das ist ja egal. Aber wir haben immerhin schon mal was geschafft. Und das sollte unseren Rang ja steigern, würde ich sagen. Und wer weiß, vielleicht sind wir am Ende dieses Spiels irgendwie ein Vorstand oder so. Das wäre sehr, sehr cool. Und Someone with spiky hair. Das dürfte. Wofür's War Turtle? Okay, wenn er mit einem Schillock rumläuft, dann ist das blau. Dann werden wir jetzt gleich gegen blau kämpfen müssen, I guess. Und ich denke mal, der wird gleich kommen, oder? Und wir müssen jetzt gegen ihn kämpfen. Oh. Oder auch nicht. Blau war davor da. Ich bin einfach nur runtergegangen. Wir müssen gegen Rot antreten. Okay. Wobei der dann Glumanda hat, was gut für. Ach so. Ich glaube, wir sollen hier einfach komplett vernichtet werden. Level 25 Glutexo. Was ist eigentlich, wenn ich in dem Spiel so hoch grinden würde, dass ich hier einfach nicht verliere? Wenn ich Level 25 ebenso wäre, weil ich glaube, dann würde ich gegen den gewinnen. Ja, so krepiere ich halt einfach. Ja, und das ist mein letztes Pokémon. Das wird jetzt auch von Glutexo fertig gemacht. Ja, tschüss. Ich vermute sehr stark. Ja, ich vermute sehr stark, dass es geplant ist, dass wir hier drauf gehen. Aber begeistert bin ich davon nicht. Und er gönnt sich halt jetzt einfach sein Fossil. Und wir haben unsere Mission verkackt. Wow. Mega geil. Das finde ich nicht so geil. Boah, man hört sogar im Hintergrund, wie Glutexo den angegriffen hat. Auch nicht schlecht. Und die Heilung hat man auch gehört. Das fand ich auch cool. Soll ich jetzt nochmal zu ihm laufen? Ja, und damit sind die Fossilien weg. Wow. Also, damit haben wir unsere Mission nicht ganz so gut erfüllt, würde ich sagen. Ich glaube, das ist nicht das, was wir hätten tun sollen. Das Ding ist halt auch, wir wurden einfach gerade von Rot fertig gemacht und offensichtlich gibt es aber auch Blau in dem Spiel. Rot hat Glutexo, Blau hat seinen Shillock. Und die Fossilien sind jetzt beide weg. Beide sogar auch einfach. Ich weiß nicht, ob der andere das genommen hat. Patrick ist jetzt hier und ich glaube, der ist Jesus Arceus Christ. Ach, ihr bist auch schon von Arceus, das ist ja schön. Und ja, ich weiß auch, welches Pokémon er benutzt hat. Keine Probleme. Ich weiß, dass er ein Glutexo hat. Da können wir uns gut gegen preppen. Aber ich denke mal, ja, wir scheinen jetzt einfach wieder zurück zum Hauptquartier zu gehen. Wir können ja im Endeffekt auch nichts mehr hier machen. Also wir sollen auch so schnell wie möglich zurückgehen. Weil was sollen wir machen? I mean, wir könnten denen hinterhergehen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber da sehe ich uns gerade noch nicht so sehr. Ich bin gespannt, ob wir auch irgendwann mal gegen den Vorstand kämpfen müssen, um quasi zu zeigen, jo, wir sind stärker als der Vorstand. Wir sollten Vorstand werden. Das kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Damit sind wir zurück im Rocket Hideout. Ich vermute sehr stark, wir müssen jetzt mit ihm quatschen, ne? Oh. Und der Boss will uns sehen. Oh, das ist keine gute. Das ist eigentlich nie eine gute Sache, glaube ich. Wenn der Boss einen sehen will. Und es ist wirklich Giovanni schon. Giovanni und. Ah, wie hieß sie? Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Und er regt sich gerade darüber auf, dass einfach diese zwei Teenager uns. Ah, Ariana hieß sie. Dass die uns einfach geplättet haben, die zwei Teenager. Weil es waren ja mehrere Rocket-Mitglieder auch da, das stimmt. Eigentlich sehr belastend.
Auch wenn Petrel anscheinend der Schwächste von seinen Untergebenen, nenne ich es mal, ist, also von den Hayas. Ja, aber ja, ich sehe, dass das unangenehm sein kann. Und wir sind ja jetzt gerade Team Rocket, ne? Wir sind ja, ich bin noch nicht ganz in dieser Team Rocket-Perspektive drin. Ich denke mir immer noch so, ja, ihr seid halt einfach scheiße, aber ich bin ja jetzt ein Teil davon. Also muss ich alles dafür tun, dass wir nicht mehr scheiße sind. Der Arenaleiter Blaine ist hier, um mit ihm zu sprechen. Was? Hatte der eine Backstory mit Team Rocket? Das, also, muss ja eigentlich fast sein. Der erstellt Porygons offensichtlich. Und anscheinend hat der gute alte Fuji alle vor Team Rocket gewarnt. Und anscheinend irgendwie eine Nachricht weitergegeben. Darf erstmal Team Rocket nicht weiter so viel helfen. Weil sonst ist seine Position als Arenaleiter in Gefahr. Leute, das ist eine interesting Story. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass er irgendwas mit uns zu tun haben könnte. Aber so ergibt das actually sogar Sinn. Und deshalb, ne, ist auch eine Zeit lang niemand in der Arena von ihm gewesen. Und er soll irgendwie Bill kontaktieren, dass er uns helfen soll. Und er hat anscheinend sogar schon mal ein paar Sachen für uns gemacht. Voll interesting eigentlich, ne? Dass Bill irgendwie zu den Bad Guys gehört. Der war immer so für mich so ein random Dulli, der halt einfach freundlich ist. Aber maybe macht er auch einfach nur alles fürs Geld, ne? Das kann natürlich sehr gut sein. Okay, und wir kriegen jetzt eine Mission persönlich von ihm. Wir sollen zu Bills Haus gehen und ihm einen Job anbieten. Na gut. Dann würde ich aber sagen, diese nächste Mission nehmen wir das nächste Mal in Angriff. Ich bin schon sehr gespannt, wie es tatsächlich weitergeht. Ich bin noch immer ein bisschen krank, ne, so als Info. Deshalb bin ich noch nicht so emotional geladen und alles da. Aber es scheint bisher ein sehr cooler Hack zu sein. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr geht da mit mir auf diese wundervolle Rocket-Reise. Wie gesagt, bin sehr gespannt, was passiert. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn wir mit Bill quatschen. Bis dann und ciao. Bye, bye.